die Struktur im Verein, die bleibt, wie sie ist. Also das sind, die geben die Satzungen her und die Geschäftsordnungen, die da existieren. Wir haben personell ja, im Prinzip nur zwei Veränderungen im Präsidium. Das ist der Hagen Rutzkowski, der dort jetzt eintritt und meine Person. Alle anderen Personen, die agieren, bleiben. Und dann muss man, wenn man das sich mal anguckt, auch wirklich mal die Struktur sich angucken, die Satzung. Und wenn man da sich mit auseinandersetzt, dann kann man auch erkennen, dass das sinnvoll ist, so wie es ist und dass wir da keine großen Veränderungen vornehmen müssen. Trotzdem hat diese Struktur ja auch dafür gesorgt, dass Energie eine Talfahrt hingelegt hat. Und es hieß, es wird eine Fehleranalyse betrieben, anhand der man auch neue Sachen probieren möchte oder sich neu aufstellen möchte. Wird es das mit Ihnen geben? Also, dass wir jetzt nicht sagen, also das interessiert uns alles nicht, was da vorne weg war, das wäre ja auch falsch, wenn man sowas sagen würde. Auf der anderen Seite sind auch sehr viele persönliche Sachen, menschliche Dinge. Und da habe ich den großen Vorteil, dass ich von außen komme und hier auch im Verein keine Verzwickung, irgendwelche Vernetzungen oder sonstiges habe und damit dann ganz sachlich und korrekt erstmal versuchen werde, da eine gute Arbeitsweise zu entwickeln mit der Geschäftsstelle, mit der Mannschaft, mit den anderen, die da eine Rolle spielen, auch mit den Fans. Und dann, also wir brauchen keine neuen Strukturen. Wir brauchen die richtigen Leute an der richtigen Stelle und ich bin der, der geht vorne ran. Und alles andere wird sich dann in einer nahen Zukunft zeigen.